Блин, я бы знала, я бы распечатала большим текстом, чтобы я потом без очков могла читать. Ну ладно, хорошо, мы посмотрим. Так, все, можно? Я готов. Да, ты готов, а я. Glück ist ein Lächeln schenken, wenn alle um dich weinen. Glück ist nicht das, worum dich alle beneiden. Glück ist die Fülle eines rastlosen Herzens. Glück ist Loslassen eines alten Schmerzes. Glück ist jeden Augenblick bis zum Ende trinken. Glück ist in jemands Augen zu versinken. Glück ist das leise Lied deiner Seele. Glück ist, wenn ich dich plötzlich verstehe. Glück ist die Hand eines Freundes in Not. Glück ist, wenn jemand deine Stimme hört. Glück ist melodisch, bei jedem das Seine. Glück ist, wenn ich vor Freude weine. Glück ist keine Aufgabe, es ist der Weg. Glück ist, wenn jemand neben dir geht. Glück ist die Sonne, die Blätter, der Wind. Glück ist, wenn jemand dir vergibt. Glück ist der Augenblick, es ist die Essenz. Glück ist die Wahrnehmung der Existenz. Glück ist die Tiefe, die Weite, das Meer. Glück ist teilbar, dadurch wird es noch mehr. Glück ist ein Lächeln, auch nur mit den Augen. Glück ist, wenn wir einander vertrauen. Glück ist nah und jedoch ist's fern. Glück ist im Himmel der hellste Stern. Glück ist unausweichlich wie die Liebe und Luft. Glück ist des geliebten Menschen Duft. Glück ist ewig in der rasenden Zeit. Glück ist das, was uns alle vereint. Glück ist das Wie und nicht das Wann. Glück ist des Lebens unendliche Bahn. Забыла. Когда тебя понимают, и все здоровы рядом, вокруг. Понимают, я работаю с людьми, которые меня понимают. И относительно все здоровы. Счастье – это короткое состояние. А вот спокойно – это… Счастье не бывает долгим, оно мгновение, полет. Entschuldigung. Es ist manchmal schwierig, ja? Ja. So, sehr schön. Annette, oder schön? Begann. Wann war ich das letzte Mal glücklich? Glück. Kann ich noch ein bisschen was mehr dazu erzählen? Weil du das eh zusammenschneidest? Ja. Ich habe mir ja Gedanken gemacht über Glück. Und muss ich eigentlich in die Kamera gucken? Ich habe mir Gedanken gemacht über Glück und habe dann so für mich festgestellt, dass man Glück gar nicht als Glück so wahrnimmt. Man muss sich regelrecht Gedanken machen, um Glück festzustellen, um Glück wahrzunehmen.
Und eigentlich kann man dann auch immer wieder feststellen, wie glücklich man sein kann. So, das ist mir. Aber dass ich den Tag zum Beispiel, dass ich den Tag beginne und sage, ach Gott, was für ein Glück ich habe, dass ich in dieser Wohnung lebe, dass ich in dieser Stadt lebe, dass ich einen Job habe und mir alles leisten kann, dass, darüber mache ich mir immer nur dann Gedanken, wenn mich jemand fragt, mach dir doch mal Gedanken darüber, ob du glücklich bist. Finde ich sehr schade, sollte, glaube ich, jeder machen. Punkt. Das waren meine Gedanken zum Glücklichsein. Sehr schön. Ist das gut für dich? Ja, großartig. Großartig. Sagst du. Wenn wir hier gemeinsam in unserer Wohnung kochen, beieinander sind, so einen Alltag, auch wirklich den ganz gewöhnlichen Alltag gemeinsam haben und vielleicht dann noch an den gleichen Stellen lachen können und feststellen, okay, wir kennen den anderen ziemlich gut. Ja. Ja, das kann ich nur bestätigen. Also es gibt, also zumindest für mich jetzt nicht so das, das ultimative Glück oder die es gibt eher so glückliche Momente und das ist ganz oft ja, mit der Partnerin, mit der Familie, mit den Freunden. Also einfach viele schöne Momente, wo ich jedes Mal sagen kann, hier bin ich Mensch, hier kann ich sein. Ich möchte gern über meinen glücklichen Moment sprechen, dass in diesem Jahr, das heute schon zu Ende geht, passiert ist. Und das war ein Kalender, den ich und mein Partner Isaac Jason zusammen realisiert haben. Und ja, ich will euch zeigen, so sieht er aus. Und ja, unsere Künstlerinitiative heißt Artistlabor. Und dieser Kalender, ja, beinhaltet viele theatralische Personen, also oder Kostüme und Szenen. Und das ist so für mich, also in diesem Jahr besonders schön, dass dieses Projekt realisiert wurde. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass auch für diese gemeinsame Zeit, die wir erlebt haben, zusammen mit Isaac, und dass wir uns gegenseitig inspiriert haben. Und das wollen wir jetzt auch sozusagen unsere gemeinsame Frucht, unsere künstlerische Liebe weitergeben an die Menschheit. Und das ist auch für mich als Künstlerin das Wichtigste, den Menschen Hoffnung und Schönheit zu schenken. Obras. Nano Choliu Skali. Ozachuje dve vyčené tělo, karminové krávé slunce. Naha tančíš na vrcholu mezi nohama šouleného, vydešeného vrápence. Das Bild. Auf dem Gipfel des Felsens wird von der Sonne kaminroten Triefauge erstrahlt, dein herausragender Körper. Nackt tanzt du auf dem Gipfel, zwischen den Beinen zusammengekauert, die kleine Hufeisennase verstört. Wir möchten, dass weiterhin alle sicher mit der DB reisen können. Das funktioniert nur, wenn wir aufeinander Rücksicht nehmen und uns an die Regeln zum Gesundheitsschutz halten.
Für mich Glück. Gesundheit, liebe Menschen um mich drum herum und ein bisschen Zeit haben, das für ein paar schöne Dinge, das würde für mich jetzt aktuell Glück bedeuten. Putzen, ja. Das ist Glück, wenn man in der Ecke noch sauber machen darf. Glück ist zuerst Liebe, Verbundenheit, Zufriedenheit, Selbstbestimmung ist Gesundheit, noch mehr Liebe ist Leben. Freunde, Familie, Partner, Kinder, Geschenke, Wohlbefinden, oh Gott, meine Gesundheit, Zufriedenheit und Schönheit der Natur, ganz wichtig. Ich bin super glücklich. Obwohl dein Theaterstück nicht läuft, du bist trotzdem glücklich. Im Januar läuft's wieder. Ist angesagt. Aber steht noch in die Frage, oder? Ich denke. Vielleicht wird's was, vielleicht auch nicht. Aber in Eckenhorn kann man nur glücklich sein. Das ist der Glücksbringer Number One. Weiterhin alles sicher mit der DB reisen können. Das funktioniert nur, wenn wir aufeinander Rücksicht nehmen und uns an die Regeln zum Gesundheitsschutz. Also, tatsächlich, das Erste, was mir eingefallen ist jetzt, das war dieses totale Glück. Dieses glückliche Gefühl, was mich echt so voll durchdrungen hat. Ich war mal bei so einer Meditation. Das ging echt richtig tief und die Erfahrung war die sozusagen mit Eintritt in dieses Menschenleben. Es war so eine Meditation, da ging es sozusagen um Sperma und Eizelle. Und die haben sich sozusagen in dem Moment, wo die sich vereinigt haben, sozusagen in dem Moment sozusagen bin ich als Seele da reingesprungen. Und das war wie so eine goldene Kugel. Und dann springe ich da rein, boah, geil. Und das war einfach so, yeah, ich bin da. Und das war einfach totales Glück. Ja, yeah, cool, ich darf am Leben sein. Ich springe echt in dieses Leben rein. Das war so ein geiles Gefühl. So vollkommen glücklich zu sein, in diesem Leben zu sein. Und das war dann mir eigentlich deswegen auch so eine geile Erfahrung, weil ich bis zu dem Zeitpunkt eigentlich echt immer so gehadert habe und so oft auch so unzufrieden war und nicht so richtig wusste, warum eigentlich hat man mich auf diese Welt geschickt oder nicht geschickt, sondern warum ist es einfach so, genau. So, und das war ein echt genialer Moment, weil ich selber gespürt habe, wie es gewesen ist, als ich auf diese Welt gekommen bin. Und ein ähnlich geiler und glücklicher Moment war, als ich meine Kinder gekriegt habe. Also einfach dieses große Glück, diesen Menschen endlich zu sehen. Und ich meine, klar, willkommen heißen tut man sie ja schon die ganze Zeit. Die machen sich bemerkbar durch kleine Bauchtritte und sowas. Aber dieser Moment, wo es dann endlich da gewesen ist, das zu sehen, dieses Wunder in den Händen zu halten und irgendwie, also das ist auch so was total Abgefahrenes, dass das möglich ist. Irgendwie, also das sind so drei so echt coole Glücksmomente und die haben halt alle drei mit Geburt zu tun, also mit tatsächlicher Geburt und irgendwie, ja, bin ich dafür total dankbar, dass ich das, dieses Gefühl habe und das begleitet mich auch seitdem immer mit, so eine Dankbarkeit, die halt immer mit so einem Glück und sei es auch nur so ein ganz kleines im Schweif sozusagen mitführt. Und so, also genau, das ist echt schön, dass das so gebunden ist. Na komm, das ist noch nicht fertig. Dauert noch. Oh, Tannenbaum, Hunde, deine Blätter,
Bitte bläst dich nur zur Sommerzeit. Nein, auch im Winter, wenn es schneit. Frieden, Freude und Liebe. Nein, so richtig. Dass man sich ganz doll lieb hat, oder was? Für mich wirklich ein richtiges Glück. Das ist so eine alte Bäckerei und das war auch ganz ohne Beziehung, lag einfach ein Zettel im Schaufenster, dass es zu haben ist. Und das ist ein so fantastischer Ort, auch wie hier die Straße hier so direkt in diesen Raum mündet, obwohl es Erdgeschoss ist, fällt einem das Sonnenlicht in den Raum rein und es ist wie ein bisschen der Dorfplatz hier, wo alle Leute vorbeikommen und mal klopfen und es ist eine ganz schöne Energie und ich kann hier auch schön arbeiten. Und das nächste Glück ist für mich wahrscheinlich, wenn ich male und an einen Punkt komme, wo sich das dahingehend entscheidet, dass es das Bild sich nur noch von alleine malt und ich dann in so einem Flow bin, also so durchdrungen bin von so einer Fokussierung und da drin richtig versenkt bin beim Malen. Also das ist für mich ein wirklicher Glückszustand. Have you
Also Glück ist eigentlich eher so ein Dauerzustand, ne? Man merkt meistens gar nicht, wenn es da ist. Also eigentlich muss man sich das immer so vor Augen halten, so jetzt ist gerade das Glück da, jetzt ist gerade das Glück da. Das mache ich auch manchmal. Und was mich glücklich macht, ist in erster Linie, dass ich so leben kann, wie ich lebe und es auch so mache. Und wir haben hier eben den tollen Garten, der macht mich glücklich. Noch glücklicher machen mich die Leute, die hier so normalerweise rumrennen. Und ich sag mal, wenn die nicht wären, dann wäre das nur das halbe Glück, glaube ich. Also wir haben hier einfach tolle Menschen um uns rum. Und ich komme ja ursprünglich aus Berlin. Und wenn ich ganz ehrlich bin, obwohl ich absoluter Lokalpatriot in Berlin war und nach wie vor bin, ist es hier irgendwie jetzt doch schöner. Also ich will jetzt nicht unbedingt eine Lanze für Dresden an sich brechen, aber für das, was wir hier für uns hier geschaffen haben um uns herum. Mit S-Bahn-Anbindung. Schon toll. Den S-Bahnhof gab es auch nicht, als ich hier die ersten Male war. Ja. Glücksgefühl. Wie der Begriff schon sagt, es ist ein Gefühl. Denn Glück ist äußerst schillernd, dieser Begriff. Glück in der amerikanischen Verfassung ist verankert das Streben nach Glück. Die meisten haben da eine verkürzte Auffassung. Die denken, da ist Glück verankert. Nein, das Streben nach Glück. Und das ist ein großer Unterschied. Weil Glück ist nun mal ein sehr diffuser Begriff. Und das Streben danach ist noch diffuser. Entscheidend für mich ist die Frage nach dem Sinn. Was gibt meinem Leben Sinn? Was ist sinnvoll in meinem Leben? Ich habe, glaube ich, auch so ein bisschen erkannt, dass man so das Glück doch oft in die eigene Hand nehmen muss und nicht warten kann, bis irgendwer kommt und sagt, hier ist jetzt dein Glück, kauf's dir. Kann man leider nicht kaufen, ne? Oder zum Glück. Zum Glück kann man Glück nicht kaufen. Stimmt, ich habe eine Textzeile in einem Lied. Die heißt, das Glück liegt in uns selber, nicht in irgendwelchen Dingen. Ja. Stimmt. Stacheldrahtzaun heißt das Lied. Stacheldrahtzaun. Ich habe meine Kinder nicht erwähnt, verdammt. Meine Kinder machen mich auch glücklich. Unsere Kinder. Sie sind bestimmt besser als wir, oder? Stimmt. Weil sie konfrontieren schon so früher mit Dingen, die wir nicht gehabt haben, ja? Ja, ich finde meinen Sohn auch viel cooler als mich irgendwie. Der ist so offen, der geht so auf Leute zu. Hallo, ich bin Daniel. Wer bist du? Wie geht's dir? Das habe ich mir nicht zugetraut mit 5 Jahren. Also auch mit 6 nicht, auch mit 7 und 8 nicht. Das kam erst viel später. Der ist da irgendwie cooler unterwegs und voll offen und interessiert. Ja. Ich habe mal nachgeschaut, was man unter Glück versteht. Da
Da gibt es unzählige Definitionen. Bei Schmied, Wilhelm Schmied, das ist ein Philosoph, der sich vor allen Dingen mit Lebenskunst befasst, der hat ein Buch geschrieben, da drückt er schon im Titel aus, dass Glück nicht das Wichtigste ist. Nach seiner Auffassung, und da schließe ich mich an, geht es um den Sinn. Was ist sinnvoll in unserem Leben? Wo sehen wir Sinn? Und mein Sinn, meinen Sinn sehe ich immer in den Begegnungen mit meiner Tochter und meinen beiden Enkeln. Letztens haben wir uns, ich habe denen ein Spiel gekauft, ein Gruffalo-Spiel, habe ich mit denen gespielt. 8 Jahre und 5 Jahre sind die beiden. Und ich erachte das als sehr sinnvoll, dieses Zusammenspiel. Und als sinnvoll sehe ich auch, als sinnbringend in meinem Leben, wenn ich auf der Bühne stehen darf, wie hier in der St. Pauli-Ruine, dem Publikum Freude zu vermitteln, Unterhaltung und auch sie zum Nachdenken anzuregen. Das ist für mich der Sinn. Man kann das vielleicht auch Glück nennen. Aber wie gesagt, der Sinn ist für mich das Entscheidende. So geht das so. Все классно, но мы розу забыли. Да, еще раз делал. Я что-то это самое, увлекся вот этой скатертью и подушками, и розой. Ну ладно, бог с ним, в принципе. Но там гитара была бы классная. Но мне, она, мне кажется, уже лишняя. Знаешь, в принципе, да. Все, все так хорошо гармонирует. Если это естественно, как бы, то хорошо. Потому что это вот так прям... Она бы мешала просто. Да? Это просто тебе подарок. Хорошо.